So und willkommen zurück hier bei Mass Effect 3. Also, auf durch die Todeszone, würde ich sagen. Ja, ja, jetzt müssen wir hier erstmal dieses Miststück ausschalten mit dem fetten Arsch. Ah, toll, die Ära ist wieder tot. Wen wundert's, wen wundert's? Na komm, das dürfte dir doch jetzt den Rest geben, oder? Ah, das Ding ist so ätzend. Und hält so viel aus. Das ist ja... Weiter so, ja, toll, super. Ich habe ja die Sniper nehmen müssen, ne? Ich brauche die Kräfte natürlich extrem lange. Was wir aber machen könnten, wäre das mal. Dann haben wir zumindest Liara wieder. Sagen die Shepard. Kann das möglich sein, dass oben mal den Reaper wegmachen? Na, komm, weg. Den Reaper. Okay, sehr schön. Ob wir beim nächsten Krieg die Allianz auch zu einer Luftunterstützung überreden können? Ja, bestimmt. Super, warum sehe ich diese Waffe jetzt erst? Mann, ich meinte natürlich die Drachni. Ja, unsere Chance, solange keines, nichts nachkommt. Aber jetzt haben wir eine super geile Waffe. Von daher sind wir ja mal einige... Oh, ich entsinne mich, ich entsinne mich, ich entsinne mich. Ah, shit. Ja, halt, nee, wobei. Ich kann die ja wieder aufnehmen, das ist ja nicht das Problem. Ich will nur hier die Sporen weghaben. Das hätte ich auch mit Warp machen können, fällt mir gerade ein. Na ja, gut. Bei der Aufladezeit der Kräften. Und tschüss. Okay, das war vielleicht nicht ganz so effektiv. Ja, wir halten auf alle Fälle durch, aber nicht mit der Waffe, bitte schön. Also ich bitte hier, ne? Würdest du bitte nicht so blöd rumlatschen, sondern einfach mir direkt ins, die Kugeln reinlaufen, im wahrsten Sinne des Wortes? Ich meine, das wäre wirklich sehr nice. Oh, nee. Oh, schon wieder so eine blöde, dreckige Heuschrecke. Echt? Mach Sachen. Na, aber die bewegen sich derzeit noch gut an Land. Das ist eigentlich schon mal sehr, nice. Wenn wir jetzt natürlich mal so ein Viech... Ja, ich... Und wenn es nur Steine sind. Aber feuert damit. Sehr schön. Oh, yeah. Das war zumindest schon mal die erste Heuschrecke. Die explodieren schön und groß und machen auch viel Schaden. nein. Du hattest eine Heuschrecke am Arsch. Nicht mehr, nicht weniger. Oh, toll. Na, komm. Och. Liara, was soll denn der Scheiß? Nein. Komm. Ich will dich. Schmidt es noch ab? Nee, hab nochmal Gesundheit dazu bekommen. Ah, guck sich das mal einer an. Darum hat er Down-Barriere gekriegt. Na, gut, darauf hätte ich etwas früher achten müssen. Ah, komm. Oh, oh. Okay, machen wir das einfach klassisch und snipern ein bisschen. Sniper-Gott grüßt mal wieder. Na, solange sich die Ziele nicht bewegen, ist es ja einfach zu snipern, ne? Oh, den habe ich mal laufen erwischt. Sehr schön. Also, er sagt doch immer Shepard, also... So viele Opfer. Wir müssen dafür sorgen, dass es das wert war. Wird schwer. Okay, ich denke mal, ich nehme jetzt lieber die kleine Waffe für diese Viecher. Was sind sie denn? Oh, Munition. Gott sei Dank. Ich brauche Munition. Ach Gottchen, Granaten hätte ich auch einsetzen können. Egal. So, das nächste Mal ein bisschen früher darauf achten, ob so ein blöden Barrierengedönsschild da ist. Okay, sieht ja auch interessant aus. Ja, und Tessia immer weiter in Flammen. Wo ist denn eigentlich unser großer, hässlicher Freund? Also dieser Reaper. Bist du denn nicht hier direkt seit? Ich meine, das Ding ist ein bisschen groß. Also man müsste es ja eigentlich sehen. Ich finde das eigentlich richtig schön, wie die das hier aufgebaut haben. Also, da muss man... Als dieser Krieg begann, gab es 5 Milliarden Asari. Wow. Ich frage mich, wie viele wir heute verloren haben.
5 Milliarden? Nein, also so viel auch nicht. Finde ich geil. Müsste uns die Strömung da nicht einfach eiskalt nach unten mitziehen? Na gut, bei so wenig Wasser glaube ich jetzt eher nicht. Aber asarische Baukunst gefällt mir sehr gut. Auch das da hier, sehr schön gemacht. Ja, einfach mal so ein bisschen hier die Abend- oder Morgenröte. Kann man jetzt sehr schwer sagen, was es ist. Es gilt ja beides. Doch ja, gefällt mir hier. Hier könnte man sich richtig schön niederlassen. Ein ziemlich wasserbedeckter Planet. Hätte ich für die Asarier eigentlich nicht so gedacht, aber okay. So. Sieht aus, als wäre hier alles sicher. Gehen wir rein. Okay. Ich weiß nicht. Der Laden scheint im Moment geschlossen zu sein. Naja, dann machen wir halt den Laden auf. Ich meine, wo ist das Problem? Ich bin Commander Shepard. Ja, dann mach halt du. Es ist eine Militärchiffrierung. Ich denke, ich kann sie deaktivieren. Was verstecken die wohl da drin? Vor allem, weil nur noch wenige der Assane-Doktrin folgen. Ah ja. Umso mysteriöser wird das Ganze hier, hä? So, mal schön gespeichert hier fix, ne? Auch wichtig. So, was haben wir jetzt hier? Medikit, sehr gut, brauchen Hallo? Wir. Ist da jemand? Schlechter Voodoo. Die Wissenschaftler müssten hier sein. Ja. Sehen Sie sich um. Das, was wir suchen, ist vielleicht eins von diesen Artefakten. Na toll, super. Jetzt soll ich jedes Artefakt untersuchen, oder was? Könnte das das Artefakt sein? Ich glaube nicht. Das ist das Schwert der Göttin Athame. Die Mythen sagen, sie sei damit gegen eifersüchtige Götter angetreten, die unsere Vorfahren bedroht haben. Wenn wir nicht genau wissen, wonach wir suchen, brauche ich mehr Zeit. Sonst kann ich mir nicht sicher sein. Supi. Jetzt wird's interessant. Okay, was haben wir hier? Ein Schild. Was ist das? Der Schild der Göttin Athame. Der Legende nach hat sie damit Hestia beschützt, als der Himmel zornig wurde. Das könnte das Artefakt sein. Aber ohne die Bestätigung der Wissenschaftler ist das nicht sicher. Toll. Also, was sind denn das für Wissenschaftlerinnen, die einfach feige abhauen? Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, irgendwie, ne? Naja, getötet. Dann wären hier aber Leichen, ne? Der Schild wäre ja auch nicht mehr da. Dann hätten die Reaper das ja gehackt. Naja, was haben wir denn hier? Eine Büste. Könnte das das Artefakt sein? Ich glaube nicht. Das ist eine Skulptur von Lucen, einem von Athames Dienern, der unter meinen Vorfahren wandelte und ihnen Wissen vermittelte. Falls daran etwas besonders sein sollte, erkenne ich es nicht. Hm, okay. Dann halt nicht. Was haben wir hier? Ein Manuskript? Eine Seite aus einem unserer ältesten religiösen Texte, dem Athame-Kodex. Nicht sehr nützlich. Es geht darum, wie Athames Führer uns die Biotik zum Geschenk gemacht hat, weil wir sie verehrt haben. Verdammte Zivilisten. Da kann ein Artefakt den ganzen Krieg entscheiden und dann verstecken sie es. Hm, aber echt mal. So, bevor ich da innen reingehe, ich weiß selber nicht mehr, welches Artefakt es ist. Aber es wird eigentlich zu jedem Artefakt was zu erzählen. Ich will so viele Artefakte mitnehmen, wie es nur geht. So. Ah, da. Ah, okay, auf der Seite. Ein weiteres Manuskript. Wie wär's damit? Wieder ein Teil des Kodex. Nicht sehr vielversprechend. Hier wird beschrieben, wie Athame unsere Vorfahren die Mathematik gelehrt hat. Hm, der Satz des Pythagoras. Zum Bleistift. Eine weitere Büste. Bringt uns nicht weiter. Das ist Janiri, Athames Führer, der vor langer Zeit die Erleuchtung nach Tessia gebracht hat. Ich kann daran nichts Ungewöhnliches feststellen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, was ist das? Was wissen Sie hierüber? Ein Fragment des Kodex. Das ist nicht, was wir suchen. Hier wird beschrieben, wie Janiri, der Führer von Athame, meinem Volk Saatgut gegeben hat. Er machte sie zudem mit den Jahreszeiten vertraut, damit sie Felder bestellen konnten. Vielleicht übersehen wir hier irgendwas. Oh, ja, zum Beispiel riesengroße Steintafeln. Oder, ich vermute, das sind die Wissenschaftlerinnen. Die Frage ist dann die, wer hat sie getötet und warum ist das Schild wieder oben gewesen? Naja. Ein Wandgemälde. Womit haben wir es hier zu tun?
Mit einer primitiven Darstellung der Göttin Athame. Sie spricht zu ihren alten Asari-Anhängerinnen. Aber das bringt uns nicht weiter. Ich bezweifle, dass dies das Artefakt ist. Das hier führt zu nichts. Ich schlage vor, wir sehen uns diese Wissenschaftlerin noch einmal an. Mhm. Könnten wir tun, wenn hier nicht noch ein Wandgemälde wäre. Das ist wieder die Göttin Athame. Mhm. Die Göttin, die hier ihre Untergebenen weist oder zurechtweist, schwer einzuschätzen. Den Weg weist vielleicht. Eine Kämpferin und eine Farmerin. Eine Gelehrtin könnte das da hinten sein. Eine Schriftrolle könnte das sein. Okay. Sehr schön auf alle Fälle. Dann schauen wir uns halt auch mal die Wissenschaftlerinnen an. Hallo, liebe Wissenschaftlerinnen. Könntet ihr mir vielleicht mal sagen, ihr seid nicht so gesprächig, glaube ich, ne? Habt Besseres zu tun. Faul rumliegen. Ach, immer schlimm. Würde ich jetzt auch gerne einfach nur rumliegen. Okay, eine Statue. Naja, ist eher ein Sockel. Man beachte ihre Kehlen. Was ist mit ihnen? Durchgeschnitten. Das waren keine Reaper. Oh. Wir müssen da allein durch. Wer soll das denn sein? Athame. Mit der Zeit sah sie uns immer ähnlicher. Ist doch irgendwie ziemlich viel Aufwand für eine tote Religion, oder? Es ist ziemlich raffiniert, selbst für unsere Verhältnisse. Obwohl Athame historisch sehr bedeutsam ist. Früher glaubten wir, die Götter wären von der Welt getrennt und blickten auf uns herab. Oh je. Alles Leben entsteht. Hier ist ein proteanischer Sender. Sicher? So etwas vergisst man nicht. Aber warum verstecken? Wenn er so ist wie der Mars-Sender, könnte das der Jackpot sein. Da kann man schon mal den Mund halten. Das kann nicht sein. Mein Volk würde so etwas nie geheim halten. Erklärt die Überlegenheit der Asari. Die Asari sind immerhin technisch gesehen das weit vorangeschrittenste Volk. Der Sender würde erklären, warum die Asari so weit entwickelt sind. Sie haben gesagt, das Ding gäbe es schon eine ganze Weile, Doc. Das Geheimhalten und niemand erfährt, was ihre Leute rausgefunden haben. Das macht es noch nicht wahr. Wozu leugnen? Ich wäre stolz. Man klaut dem Ding hin und wieder was und ist damit der Chef der Galaxie. Und das sind sie doch praktisch, nicht wahr? Ja, ich würde das auch verschweigen. Wer weiß, was passiert wäre, wenn die Falschen das in die Hände bekommen hätten. Wenn das stimmt, würde ich gerne glauben, dass meine Regierung zumindest vorsichtig vorgegangen ist. Vielleicht zu vorsichtig. Es ist niemand übrig, der uns sagen kann, wie das alles funktioniert. Die Dateien, auf die ich zugreifen kann, drehen sich um proteanische Datenströme und die Rekonstruktion von Matrizen. Das passt nicht. Hm. Vielleicht ist das genau der Punkt. Bei der Göttin. Buchstäblich. Sehen Sie sich um. Es muss noch mehr von diesen Verbindungen geben. Unglaublich. Der Sender scheint sie für einen Proteaner zu halten, Shepard. Ja. Die Chiffrierer, den sie vor Jahren auf Pharos bekamen. Erinnern Sie mich nicht daran. Ja, das sorgte für viele Albträume. Hier ist keine Verbindung. Ach, nee. Wenn wir das hier rauskriegen, ist der Krieg vorbei, stimmt's? Wir stellen den Tegel fertig und schicken die Reaper zurück in die Hölle. Oh, yeah. Oh, das leuchtet? Okay, dann... Die war's, würde ich sagen. Das Ding steht noch. Sieht nicht aus wie eine Verbindung. Echt? Vorhin habe ich ja noch gesagt, es muss leuchten, oder? Ich glaube nicht, dass sie das ist. Weiter. Okay. Dann schauen wir mal, was leuchtet. Das leuchtet. Okay, die Theorie da, scheint zu eine. Greifen. Leuchtet nicht. Und das leuchtet doch mal. Sehr schön. Hey. Der proteanische Sender. Geschafft. Wir haben jetzt Zugriff auf den Sender. Tja, damit wäre wirklich klar, warum die Asari so fortgeschritten sind. Mann. Dann aktivieren wir das Ding mal. Wir müssen uns beeilen. Diesen Ort wird es nicht mehr... Oh.
Lange geben, wolltest du wahrscheinlich sagen. Lange geben? Ach, das sagst du. Beziehe chronologischen Marker. Bitte warten. Zeitskala eingerichtet. Postproteanischer Zyklus bestätigt. Was sind sie? Reaper-Präsenz geortet. Dieser galaktische Zyklus hat seinen Auslöschungspunkt bereits erreicht. Yep. Systeme werden runtergefahren. Was? Moment. Wir brauchen Antworten. Auf welche Frage? Wir müssen wissen, was der Katalysator ist, um den Tiegel fertigzustellen. Ist das ein Proteaner? Ich bin das Gedächtnis von einem. Ich bin Vendetta, ein modernes virtuelles Konstrukt von Pashek Vran, Leiter des Projekts, das sie Tiegel nennen. Er fiel im Kampf gegen die Reaper bei der Schlacht von Tranbir 9. Ihre Zeit ist ebenfalls abgelaufen. Ein Spaßvogel, hä? Tja, der Tiegel. Was war zu Ihrer Zeit mit dem Tiegel? Warum haben die Proteaner ihn nicht eingesetzt? Wir wurden intern sabotiert. Eine Splittergruppe war der Ansicht, wir sollten die Reaper beherrschen, statt sie zu vernichten. Hm. Das hat unsere Schlachtordnung ausgehebelt, denn die Separatisten waren indoktriniert. Die hatten es wohl mit ihrem eigenen Unbekannten zu tun. Unsere Studien der Vergangenheit führten zu dem Schluss, dass Zeit zyklisch abläuft. Viele Muster wiederholen sich. Wie die Reaper-Angriffe. Und mehr. Dieselben Gipfel der Evolution, dieselben Täler der Auflösung. In jedem Zyklus gibt es dieselben Konflikte, nur unterschiedliche Details. Die Wiederholung ist zu prägnant, um Zufall zu sein. Wir dachten, dass die Reaper für das Muster verantwortlich sind. Möglich, obgleich ich der Ansicht bin, dass die Reaper nur Diener des Musters sind, nicht seine Herren. Wer ist dann der Herr? Unbekannt. Seine Präsenz kann nicht beobachtet werden, nur erschlossen. Klar ist nur seine Absicht. Galaktische Vernichtung. Und Sie stehen jetzt vor diesem Abgrund. Tja, es ist noch nicht vorbei. Noch bin ich am Leben und noch werde ich Widerstand leisten. Noch sind wir nicht vernichtet. Wir bekämpfen die Reaper genau jetzt. So wie jeder Zyklus. Aber Widerstand reicht nicht aus. Mit konventionellen Methoden sind die Reaper nicht zu besiegen. Das wissen wir bereits. Deshalb bauen wir den Tiegel. Wir haben ihre Pläne gefunden. Der Tiegel ist kein Entwurf der Proteaner, sondern das Ergebnis von zahllosen galaktischen Zyklen, die Jahrmillionen zurückreichen. Jeder Zyklus fügt etwas hinzu. Jeder verbessert ihn. Doch bisher hat niemand die Reaper damit erfolgreich besiegt. Sie waren auch nicht ich. Ich weiß, wie man Reaper tötet. Sagen Sie uns nur, was der Katalysator ist. Zuversicht allein besiegt die Reaper nicht. Ihre Erfolgschance ist gering, aber ich werde sie nicht aufhalten. Dann sagen Sie uns das Nötige. Gut, wenn Sie den Plänen für den Tiegel gefolgt sind, integriere ich mich in Ihre Systeme und helfe bei dem Katalysator um. Indoktrinierte Präsenz geortet. Aktiviere Sicherheitsprotokoll. Nein, oder so kurz vorm Ziel, Junge. Das kann nicht... schon wieder. Junge, was willst du schon wieder? Sie haben die Wissenschaftler getötet. Was wollen Sie? Ihre Aufmerksamkeit. Und nun möchte jemand mit Ihnen sprechen. Ach nee, nicht der Kerl. Auf den habe ich überhaupt gar keine Lust und Laune. Also wirklich, den möchte ich gar nicht sehen. Den kannst du weglassen. Komm, weg. Tschüss. Bah, mach's weg. Shepard. Wie kamen Sie auf diesen Ort? Die Archive. Oder hat Ihr Shadow Broker die übersehen? Zeigen Sie sich. Geht auch ganz schnell. Ruhig, Dr. Tissoni. Sie haben geholfen, den Schlüssel zur Kontrolle über die Reaper zu entdecken. Oder zur Zerstörung. Verdammt, Shepard. Die Zerstörung der Reaper bringt nichts. Sie bringt Frieden. Sie wollen uns nur kontrollieren. Denken Sie nach. Wenn die Reaper wollten, könnten sie alles organische Leben vernichten. Und nichts bliebe übrig. Tja, und auf wessen Seite stehen Sie? Glauben Sie denn wirklich, Sie können die Reaper dazu bringen, uns das zu geben? Ich kenne Sie. Ich weiß, wie Sie denken. Sie sind dem Feind wohl ein wenig zu nahe gekommen. Nein. Sie machen's richtig. Warum töten, wenn man kontrollieren kann? Hören Sie sich selbst mal zu. Die Reaper machen's richtig? Sie sind indoktriniert. Sie tun genau, was die wollen. Genau wie Sie. Zeitverschwendung für einen bereits verlorenen Krieg. Ich kämpfe wenigstens. Sie sollten sich zügeln. Ich bekämpfe die Reaper länger, als Sie sich vorstellen können. Sie kennen mich überhaupt nicht. Meine Methoden in der Reaper-Frage
sind lediglich subtiler als ihre. Früher habe ich ihnen vertraut. Früher hätte ich das geglaubt, aber sie sind zu weit gegangen. Shepard, das ist zu groß für sie. Es kommen Entscheidungen, die sie gar nicht treffen können. Zumindest werde ich sie als Mensch treffen, nicht als Reaper-Marionette wie sie. Nein, es gibt einen besseren Weg. Die Menschheit kann viel mehr sein. Ich stelle den Tiegel fertig und schicke die Reaper zurück in die Hölle. Das lasse ich nicht zu. Lang, der Commander hat etwas, das ich brauche. Bitte nehmen Sie es ihm ab und bringen Sie mir die Daten. Wird gemacht. Soll er doch mal versuchen. Allerdings, erst im nächsten Part. Mensch, ist das nett, ne? Okay, in diesem Sinne, baba.